Und herzlich willkommen zurück zu The Forest. The Forest. Hi. Ja, wir sind hier immer noch in der Höhle. Und erkunden die weiter. Und wir haben hier das letzte Mal, hat halt die Modern X genommen. Ich zumindest nicht. Wir haben sie nicht mitgenommen, also wir haben eine Modern X gefunden, aber wir waren uns nicht sicher, weil angeblich kriegt man durch ein schlechtes Ende. Und die wollen natürlich das Beste. Ne, ich möchte ein schlechtes Ende. Alle Tore. Ja. Also prinzipiell, keine Ahnung. Da geht's raus. Oder? Soll ich's markieren? Okay, es ist gemarkiert. Ich glaube, da sind wir auch reingekommen. Ich hasse Fledermäuse, lala. Oder? Ja, wobei doch. Natürlich sind wir von hier reingekommen. Oh, ich hasse Pilze. Fledermäuse, lala. Oh Leute, hier ist ein Dorf. Oh, nice. Cooles Dorf. Kiel ja nicht alles essen, was auf dem Boden liegt. Wollt ihr hier eine Basis so bauen? Nein, wir bauen hier keine Basis. Das Dorf ist voll cool. Ja, und? Wir haben ja eh gesagt, dass wir uns mehr auf die Story konzentrieren. Konzentrieren. Und nicht so sehr hier auf Großsachen rumbauen und so, ne? Oh! Hier ist was zum Sprengen, ich spreng's mal. Ha! Bloß wegbleiben, er kommt gesprengt. Boom. Ja, nee, auf jeden Fall wollten wir, Alter! Also wollen wir auf jeden Fall alles mitnehmen. Oh, Gunpart. Moment. Ja, der von denen. Warte mal kurz, lass mich mal kurz in mein Inventory schauen. Guck mal, ich jongliere. Bei mir ist der erste Gunpart. Guck mal, ich jongliere mit Bällen. Nee, bei mir ist der Old Gunpart 3 of 8. Ja, ja, das heißt, dass ich jongliere. Ich jongliere. Ja, nee, das ist mir schon klar. Nee, weil ich habe Old Photo Number 1 und 2 und ich wollte gucken, ob ich Nummer 3 habe, weil Nummer 3 müsste ja dieses Dorf zeigen, ne? Oder die alten Fotos zeigen doch den Ort von den alten Gun-Teilen an. Ja, ich glaube, die zeigen irgendwie Schätze an, wo man Coins finden kann, oder? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall wollen wir alles mitnehmen und ich würde sagen, wir erkunden einfach weiter, oder? Kann sein, dass wir in dem See hier schon mal anders ein Lager gebaut haben? Nein. Wie kommst du darauf? Es ist doch kein Geheimnis, dass wir einen anderen Spielstand haben, wo wir halt einfach noch nie die Story gemacht haben. Das war unser Geheimnis. Nee, war es nicht. Wir haben es am Anfang gesagt, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Nein, also, wir gehen nicht die ganze Zeit wieder in die Höhle, wir suchen jetzt erstmal die Insel so ein bisschen ab. Also ich finde hier überall ein bisschen Cash. Ja, den verliere ich die ganze Zeit, weil ich meine Taschen so voll habe und dann. Hoho. Der Witch Boy. Soll ich den Höhleneingang markieren? Ja. Wir hätten vielleicht die andere Höhle markieren sollen als Explosive. Welche Farbe? Höhle. Lila. Oh, hier ist ein Rettungsreifen. Warum kann man den nicht mitnehmen? Ja, das finde ich auch irgendwie schade. So Rettungsreifen wären ganz nett zum. Vor allem würde ich das einfach als Waffe daneben so. Ureinwohner von Rettungsreifen erschlagen. Nö, da kann man doch. Oh, wir sind wieder bei der Yacht, oder waren wir schon mal bei der... Ein Kreuz! Mit einer Kassette? Kassette. Die haben wir doch gestartet, oder? Ja, ich glaube schon. Eine Yacht. Die Yacht.
endlich mal wieder Medis aufstocken. Ich kann keine Medis mehr tragen. Braucht noch jemand? Okay. Ja. Nee, nee. Bist auch voll? Ja, ja. Also, ich würde sagen, wir gehen mal dann nach da weiter, zu diesem mysteriösen Bau. Grrr. Ich bin ein Hai. Ich weiß gar nicht, wie das gerade aussieht, aber grrr, ich bin ein Hai. Ja, du bist ein Hai, Kilian. Du bist ein Hai. Wenn du ganz fest daran glaubst, dann bist du auch ein Hai. Das sah gerade so richtig bescheuert aus, oder? Ja, du hast doch gesagt, in die Richtung hier, oder? Ja, zu dem Baum. Aber ich dachte, wir gehen hoch. Da vorne kann man da auch hoch. Ja, versuchen kannst du es. Mit einer Skyrim Experience. Sollte das eigentlich kein Problem sein. Cool, ein Baum. Lass ihn fällen. Ja, sieht aber ein bisschen anders aus. Ich hab das. Also irgendwie sieht er ja aus wie so ein Baum aus Game of Thrones. Also da gibt's auch diese, da gibt's auch so dicke Bäume, die irgendwie so, da sind so Gesichter drin und die werden auch irgendwie angebetet. Deswegen schätze ich jetzt einfach mal, dass das hier auch so ein Baum ist, wo angebetet wird. Und man kann den nicht fällen. Das macht nicht mal ein Geräusch, wenn man ihn schlägt. Es ist der magische Baum. Naja, dann laufen wir halt weiter. Halt, stopp, ich muss hier kurz was Wichtiges bauen. Hallo, warte kurz. Warum? Warum musst du da jetzt was bauen? Gut, bin fertig. Hallo, könnt ihr mich bitte wiederbeleben? Wie sinnlos ist das jetzt bitte? Könnt ihr mich wiederbeleben? Hallo? Das ist eine Nummer. Ja, gleich belebe ich wieder, aber... Was ist sinnlos? Wie sinnlos ist diese Mauer? Die ist wichtig. Die wird uns später in diesem Spiel nochmal das Leben retten, genauso wie das Hausboot. Ja, ich hab's verstanden. Dieses winzige Mauerstück ist überlebenswichtig. Das war jetzt mein Grund, euch warten zu lassen. Ups. Hast du jetzt die Mauer kaputt gemacht? Nee, nee. Oh, wir sind beim Riesenanker. Yay! Hier gibt's Haie. Ich war doch gerade eben schon ein Hai. Naja. Also wahrscheinlich war das, der Anker ist schon ein bisschen groß, aber ich glaube nicht groß genug für so ein Containerschiff, oder? Wir haben doch vorhin geklärt, dass es der Anker zu der Yacht ist. Nein, es ist definitiv nicht der Anker zur Yacht. Guck mal, wie groß er ist. Weil da vorne sind ja irgendwie Container gestrandet. Und... Ja, das wird der Anker sein. Ja, da kann durchaus so ein Containerschiff gehören. Ach stimmt, hier war ich sogar schon mal während einer Aufnahme. Wir sind im Hausboot. Ich dachte, ich war hier schon mal. Da hinten auf der Insel ist auch ein grüner Stickmarker, weil auf der Insel ist nichts. Diese Insel. Wow, das ist ja echt wundervoll. Beschwer dich halt. Komm, wir fahren weg. Und wie lenkt man mit dem Ding? Es hat ja nur ein Ruder, oder? Ja, mit dann W und A. Mit B und A. Achso. Boah, das ruppelt aber ganz schön. Ja.
fahr mal ein bisschen ordentlicher hier. Aber hey, man hat ja alles, was man zum Leben braucht, ne? Ja, wir bleiben jetzt einfach hier. Naja, also ich könnte, ich weiß schon zwei Sachen, die mir, die ich an Ballast abwerfen könnte. Oh, nämlich. Oh. Ah, mich! Tschüss, Leute! Tschüss! Nein, bleib hier! Hoffentlich kommen die Haie. Ja, komm, sonst bin ich hier ewig. Danke. Bist du wieder da? Es war so kalt. Nicht ganz, aber... Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Zu so einer Insel. Ohne Flagge drauf ist. Ist die was Besonderes, die Insel? Nein, ich sag doch, da ist nichts drauf. Da war ich nämlich schon mal. Wir fahren jetzt drauf. Schneller, wir werden verfolgt. Es ist ein Hai. Nein! Wir gehen da jetzt trotzdem mal hin. Vielleicht ist da was Tolles. Komm, wie? Oh, ich hab was gefunden. Was? Ein Bild. Echt? Ja. Komm, wie, bleib mal stehen. Ja, wenn, dann nehmen wir alle das Bild mit. Ja, eben, ich komm ja grad. Auf jeden Fall da. Da. Oh, ein Regenbogen. Der Kombi könnte mal. Der könnte vor allem das Boot nicht mitten im Wasser springen lassen. Das ist irgend so ein Bild von einem Ureinwohner. Hinten da. Oder hat ich das hier hochspringen? Sieht so komisch aus. Glaub ich aber nicht. Wo war das Bild? Ganz hinten an der Insel. Ja, wo ist ganz hinten? In der, an dem Ende, wo du... Achso, da ist der Zombie. Ja, aber ich sehe jetzt hier nicht unbedingt ein Bild. Bist du blind oder was? Das ist so ein bisschen im Wasser, musst du schauen. Der fährt jetzt einmal mit dem Boot weg, oder? Ja, ich habe ihn verarscht, ich fahre mit dem Boot weg. Warum sollte ich das tun? Mach also halt, so fies bin ich jetzt wirklich. Hallo! Scheine Sau. Gibt es das Bild? Ja, nein, vielleicht. Nein. Das hat Konsequenzen. Das Bild. Eine einsame Insel, auf der zwei Leute rum. Auf der zwei Vollpfosten. Auf der zwei Vollpfosten war der größte Fall, überhaupt gelandet sind. Wie? Du bist schon wieder da? Hallo? Ja, macht hier gerade irgendwas kaputt? Lol, das ging aber ganz schön schnell, dass ihr hierher fährt. Ach so, ja, ich meine, ich bin gedreht, so, ne? Nein, du bist einfach nur kein Stück voll weggekommen. Nee, ich bin schon weggekommen, bloß ich habe halt gerade gedreht. Weil ich zurück wollte, aber das Boot hat einen Wendekreis von... Ich weiß nicht. Hallo? 5 Kilometer? Kann ich endlich mal das Zeug reparieren, was ich hier gerade reparieren will? Das sind übrigens Einwohner, so, ne? Ist denn der Riesche? Ja, das Ding ist, ich kann das Ruder nicht benutzen. Das Ding ist, ich wünschte, ich könnte das Boot reparieren. Ja, ich kann das Ruder auch nicht benutzen. Irgendjemand hat dieses Boot verbuggt. Bleibt immer und ewig hier stehen. Ist auch schön. Ja, ich würde sagen, dann schwimmen wir halt mal.
Nee, repariert's halt und dann können wir wieder weg. Wie denn? Ich weiß es nicht. Ich könnte eigentlich mal wieder speichern, ne? Wir können. Na, du musst. Wir können es ja irgendwie nicht reparieren. Weil das Boot ist irgendwie jetzt komplett ab. Frag mich nicht, wie sie. Es könnte ja mit zu tun haben, dass da irgend so ein Reset was gemacht hat. Ich schwimme dann mal zurück und werde von einem Hai gefressen. Habt ihr euch gerade teleportiert? Hm? Nee, ich bin noch hier. Wo ist denn der Reset? Hey, warum fährt das Boot? Reset? Was tust du? Reset steht auf dem Boot und fährt. Und du auch? Also ich stehe hier gerade jetzt auf dem Boot, aber ich fahre nicht. Das Boot? Ich fahre. Ja, es ist schon keine klar. Ahnung, ich konnte das fahren. Ihr seid einfach Noobs, ihr könnt es nicht. Versuch mal das Boot zu reparieren. Ja, das geht. Na, jetzt ist es wieder ich ganz. Ich bin den ganzen Weg zurückgeschwommen. Warum wenn wir da mit dem repariert zum Katana gewinnt, dann hat er mit dem Katana die Reparaturhammer-Animation gemacht. Zick, 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 zick. Gut, ich würde sagen, wir fahren wieder mal ein bisschen durch die Gegend. Okay. Wenn wir weil da kommen Ureinwohner und. Also. Ja, nee, wir fahren jetzt nicht groß weit weg, bloß. Hallo. Hey, ich bin doch schon da. Ja, das sind 7 Ureinwohner, Junge. Ihr seid doch im Wasser. Junge. Bruder. Könnte der gute Reset bitte mir den Gefallen tun und uns zur Insel fahren? Danke. Da sind aber Ureinwohner. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Ich hab nicht gesagt, zu welcher Insel. Fahr einmal außen rum und dann irgendwo. Es gibt nur eine Insel. Also eine große Insel, ne? Ist der Kompi schon da? Ja. Und Menkalian. Warum ist Menkalian jetzt wieder auf der Insel? Nein, der Menkalian ist hier, hier, hier. Hallo. Guck mal, da vorne ist wieder so ein Baum. Das ist derselbe Baum wie gerade eben. Nein! Und könnt ihr bitte in die andere Richtung fahren? Oder warte mal kurz, ich muss mal kurz nachdenken. Oh Gott. Das kommt mir doch mal kurz die Insel an. Ich sag Bescheid, wenn ich was gefunden habe. Also die Flora beschränkt sich hauptsächlich auf. Jetzt kommst du, Menkalian. Das ist mir über die Flora. Ich untersuche gerade die Flora, also frag mich nicht. Ach so. Also die Fauna, das sind so ein paar Kompis. Als ob ihr jetzt ohne mich weggefahren seid und auf der Insel seid. Ja, wir sind gar nicht ohne dich weggefahren. Schnell, komm her. Und wieso seid ihr bei mir auf der Insel? Ja, wir sind auf der großen Insel. Ja. Warum bist du auf der kleinen? Hast du einen Teleporter erfunden oder was? Hä? Hä? Ich bin verwirrt. Die Insel ist verflucht. Ja, ich komm. Nein, du baust da jetzt kein komisches Lager. Ich reiß das wieder ab, ich sag's dir. Warum denn? Guck mal, wir haben, ich habe einen Gast mitgebracht. Cool, aber zu essen kriegt der nichts. Ja, der klopft bloß ein bisschen Steine. Warum brennt der Kerl jetzt? Der hat sich doch selber angezündet, oder was? Wo seid ihr denn überhaupt? Auf der Insel. Ja, wo auf der Insel? Am Strand, oder was? Ja, ja. Habt ihr das Hausboot mitgenommen? Nein.
Naja, wir fahren jetzt hier noch mit dem Hausboot auf der Insel rum. Nee, ich meinte halt an den Strand, ob wir es mitgenommen haben. Ja, das steht ein bisschen weiter hinten. Aber das ist eh verflucht, deswegen weiß ich nicht. Wir machen hier gerade produktive Sachen, ja. Und wenn Kompi das sagt, kannst du eigentlich... Dann kann ich davon ausgehen, dass ich ziemlich alles andere... Ja. Da kannst du Produktivität schon ausschließen. Kaum die, hör auf. Kaum die, hör auf. Solange ihr mit. Ah, ich habe hier etwas zum Explodieren gefunden. Warum bist du jetzt wieder. Warum bist du jetzt wieder auf der Insel? Ich bin auf einer anderen Insel. Scheiße. Wenn da ein Gunpart drauf ist, müssen wir da auch hin. Jupp, da ist ein Gunpart. Okay. Tschüss, Kompi. Man sieht sich. Ist noch nicht traurig. Ja, du baust hier ja noch. Wird doch schön. Weiß ich nicht. Ist so ein kleiner Hochofen. Ist so ein kleiner Hochofen oder was? Ja. Du weißt aber schon, dass der Menkalien woanders ist. Ja, aber ich laufe zum Hausboot. So, bei der grünen Flagge, wo ich hier gerade ein bisschen nicht rumtreibe. Machst du bitte was an, machst du bitte irgendwie in einer anderen Farbe. Wieso? Weil du grün nicht von grün unterscheiden kannst. Ja, bevor ich da noch woanders hinfahre. Kompi, es ist dunkel schon. Ich hole dich jetzt einfach ab. Wo? Ich schwimm doch gerade schon rüber. Ach so, ja gut, dann erfrierst du halt. Also ich bin auch von der ersten Insel zur zweiten geschwommen. Ist da wirklich ein Old Gunpart? Ja, natürlich. Du, wenn da keiner ist, ne? Ich würde sagen, da ist sogar noch ein Bild auf der Insel. Ja, Alter. Sag mal, ist hier nicht das Finale mit dem Endboss? Warum kommst du eigentlich mal weg, Menkalian? Weil ich mich hier noch ein bisschen weiter umsehe, ob ich nicht, ob es hier noch was anderes gibt als ein Organpaar. Dieses Boot mit diesem Wendekreis, es ist fantastisch. Wer hat sowas erfunden? Ich habe einen Partnernamen. Doch nicht unnötig, Fragezeichen. Nenne es das Foto. Oh Gott, ich darf dann nachher noch ein bisschen schneiden, dass ich dann dort bin. Ich bin auf dem Weg. Ich bin ein Fährmann. Ein alter Fährmann auf dem Weg zu eurer Insel mit einer gelben Flagge. Ja. Ja. Keine Reaktion. Es ist. Nee, die schätzen einfach gute Musik nicht. Nee, tun wir auch nicht. Oh, ich hab Snowshoes jetzt. So. Ja, perfekt. Hier ist zwar überhaupt gar kein Snow, aber erstmal Snowshoes.
Das ist aber auch in der Realität so bei Menkalian. Erstmal alles bauen und dann, ja, ist nix. Zwei Old Gun Parts fehlen nur noch sechs. Gut kombiniert. So, per Kompetenz haben sie sich das Old Gun Part drin. Na klar. Glauben sie mir jetzt, dass sie eins war? Nee. Ich hab schon geahnt, dass auf den äußeren Inseln hier außenrum irgendwas sein wird. Ja, weil wenn auf jeder Insel da so Gunparts sind, ey. Nee. Ich hoffe nicht. Also alle. Kombi tötet mich. Warum? Ich würde dir jetzt Dynamit auf ihn werfen, aber es wäre einfach nur pure Verschwendung. Das stimmt. Warum liegt hier schon wieder ein Lizard drauf? Für wen ist der? Das ist mir egal. Also ich habe keinen Hunger mehr. Ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt. Ja, ich esse hier mal was. Schön warmes Feuer. Warum tun hier dauerhaft Ropes spawnen? Ich weiß es nicht. Kompi ist sehr unauffällig. Ja gut, ich habe ihn sogar beobachtet, als er weggefahren ist. Also. Ich beobachte ihn auch gerade noch. Ich weiß nicht, also meins war ja noch gut, aber deins ist einfach nur verzweifelt. Und erbärmlich hier. Hast du gehört? Verdammte Scheiße, warum ist der so schnell? Weil es ein Hausboot ist. Du kannst ihn bloß mit dem Wendekreis ein bisschen abhängen, weil du hast, einfach gar keinen Wendekreis. Du drehst dich einfach komplett 180 Grad einfach sofort um. 360 Grad wäre ein bisschen doof. So im Wasser. Kompi. Kompi. Also ich erfriere hier gerade. Ja, wenn dann komm her. Du stinkst nach Fisch und See. La la la. Kompi. Nee, also du hast so. Naja, wir haben uns überlegt, wir tun noch einen Goldfisch mit in die Folgen, so, ne? Ja. Und den nennen wir dann Kompi, weil Kompi ist einfach der perfekte Name für einen Goldfisch. Sind wir hier raufgekommen. Das ist... Hör dir mal auf, mich abzuwerfen! Der werft sich gerade gar nicht ab, jetzt sollen wir dich natürlich schon abwerfen. Was? Okay, vielleicht... Du Goldfisch, du. Hier ist ein Bild. Ja, das glaube ich dir jetzt. Wer schiebt es hier? Warum? Ich werde entführt! Du, das ist mir komplett egal, ich bin auf dem Festland. Wenn du jetzt wegfährst mit dem Hausboot, ist mir das jetzt. Hallo, kann jemand das Feuer mal anmachen? Das Feuer ist schon an. Ja, bei mir nicht. Jetzt stehst du drin. Ja, ich kann hier drückstehen, weil es nicht an ist bei mir. Aber es ist was zum Essen drauf. Ja, das ist das. Also tschüss, ne? Tschüss, wir sehen uns dann mal. Das war's mit der Folge, würde ich sagen. Ja. Achso, nee. Demnächst spielt Brisingro mit. Oder ich... Ja, also auf jeden Fall tschüss. Oder sollten wir nicht... Ja. Ich wäre ja froh, wenn mir warm wäre. Ja. Dann nehme ich mir halt eine Fackel, mein Gott. So. Gut, dann bis zum nächsten Part. Oder sollten wir nicht bei unserem... Mach das Licht aus. Mach das Licht aus.
sollte nicht bei unserem Lager sein. Geschlafen. Können Sie euch bitte nicht ducken? Was? Wir schlafen, da ist es halt so. Ja, kann einer von euch bitte aus dem Schlaf rausgehen, dass ich eure Namen wieder sehe? Nee, es geht nicht, wenn wir mitten im Schlaf sind. Das ist ja... Ja, irgendwie funktioniert das nicht ganz. Doch, das funktioniert. Ja, wir sind hier 50 Ureinwohner, bei mir geht es noch. Ja gut, dann kommen wir mal. Ja, doch. Ja, vor allem, ich habe den Part noch nicht mal beendet. Ja, dann... Ich habe ja gemeint, wir sollten vielleicht beim Baumhaus sein. Ja, das ist schon klar. Na, das dauert wieder zu lang. Außerdem wollten wir ja die Insel weiter erkunden, also macht hier einfach Schluss, so. Mittendrin, so. Also. Tschüss, schaut doch mal wieder vorbei. Vielleicht. Kann bitte mal irgendeiner zu mir, dass ich nicht sterbe, wenn ich raus. Gibt's noch interessant. Ja, ja, wir kommen. Wir kommen zu dir. Du Menkadian. Ah. Cool, man kann. So, also das macht den Ureinwohnern auch was, wenn man die mit Steinen abwirft.